Wird Dennis Jastrzębski Herthas nächster Überflieger? Hertha BSC setzt weiterhin auf die eigene Jugend. Neben Sydney Friede, Maximilian Pronichev, Mohamed Kibrit, wird auch Dennis Jastrzębski in der neuen Spielzeit zu den Profis gehören. Sowohl beim Training, als auch beim ersten Test gegen Landesligist Stahnsdorf, wusste der 18-Jährige auf Anhieb zu überzeugen. Der schnelle Außenspieler erzielte einen Treffer, zwei weitere legte er auf. Er kann in der Bundesliga eine Überraschung werden, aber erstmal muss er ordentlich mit trainieren und sich an den Profifußball gewöhnen, erklärte Hertha-Trainer Baldartay nach dem Spiel. Wie Arne Meyer, Palko Dardai, Julius Katte, Florian Bark und Mohamed Kibrit gehört Dennis Jastrzębski zum goldenen 99er-Jahrgang. Mit der U19 holte er sensationell die Meisterschaft, gehörte mit 14 Vorlagen und 4 Toren zu den Leistungsträgern. Seine größte Waffe ist die Schnelligkeit. Schon jetzt ist er einer der schnellsten Spieler im Hertha-Kader. In der letzten Spielzeit schaffte Arne Meyer den Durchbruch, im Jahr davor waren es Maximilian Mittelstadt und Jordan Thor-Unericha. Wird Jastrzębski nun das nächste Eigengewächs, das sich in der Bundesliga durchsetzen wird? Dardai dämpft erst einmal die Erwartungen. Wir müssen aufpassen. Letztes Jahr fiel der 99er-Jahrgang nach der Vorbereitung in ein Loch. Er bekommt von uns jede Zeit, die er braucht.